brauchen keinen Timer, ist Vorgeplänkel. Neues Spiel, ja. Ich habe gerade nur mal kurz angetestet und habe gesehen, ey, das ist das Gleiche. So. Wir brauchen doch hier kein Tutorial. Tutorial wird überbewertet, vor allem wenn man das Spiel schon kennt. So, keinen Schritt weiter, ich habe etwas gesehen. Oder du sollst was essen? Ja, dann essen wir doch. Flop. So, haben wir Feuerholz im Rucksack? Wir haben Feuerholz und eine Fackel und ein Messer. Hey, wir haben schon einiges im Rucksack. Machen wir erstmal ein Feuerchen, wir schlafen mal ein bisschen. So, ich könnte eigentlich auch... Warte mal. Ich gehe nochmal ins Menü. Ich war so gehypt auf das Spiel gerade und ich habe so Lust auf das Spiel, dass ich so ein bisschen die Story vergessen habe. Also, neues Spielchen. Haben wir noch nicht viel gemacht. 50 Sekunden. Die Wildnis scheint endlos. Ich habe seit Wochen keine Menschenseele getroffen. In diesen Zeiten fühlt sich selbst ein Abenteuer. Ein Abenteurer wie ich einsam. Wie dem auch sei, es ist schon spät am Abend. Und ich habe noch nichts gegessen. Mein Rucksack ist schon fast leer. Ich werde etwas Essbares in der Umgebung so finden müssen. Diese Beeren sehen lecker aus. Als würden sie nur darauf warten, gepflückt zu werden. Erledigt, ich habe einen ganzen Korb voll gesammelt. Jeder gute Abenteurer weiß, welche Gaben die Natur bereithält. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor ich etwas gegessen habe. Die Nacht bricht herein. Es ist wohl besser, wenn ich hier irgendwo mein Lager aufschlage und ein Feuer entfache. Ich habe noch etwas Feuerholz im Rucksack. Ah, richtig frisch ausgeruht. Endlich habe ich ein Haus entdeckt. Vielleicht finde ich ein paar nette Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Vielleicht haben sie sogar einen Job für mich. Oder ich kann mit ihnen handeln. So, gucken wir mal. Fähigkeit sammeln. Fähigkeit Dolchangriff. Wir haben einen Dolch, wir haben ein paar Bären, wir haben nochmal Feuerholz. Ich würde sagen, wir sammeln hier gleich mal alles ein. Auch wenn es Energie kostet. Ah, okay. Wir brauchen zum Schlafen brauchen wir immer Feuer. Okay. Ein Holzfällermeister. Ich sollte mal mit ihm reden. Willkommen, Fremder. Achso, warte mal. Ist der Holzfällermeister. Willkommen, Fremder. Bist du von weit her gekommen? Der Holzfällermeister sieht aus wie ein anständiger Kerl. Ich kann meinen Vorrat an Feuerholz aufstocken. Ein gutes Geschäft. Auf Wiedersehen. Oh nein, Bienen! Oh, wir haben ein ernstes Problem. Ein Hornissenschwarm aus dem Wald gefährdet die Arbeiter. Angriff mit dem Dolch vor allem gegen Hornissen. Okay, wir haben noch 9 Energie, also würde ich sagen, verkloppen wir die hier noch. Die Bienchen. Dass wir dann eine Fackel brauchen und einen Dolch, das verstehe ich nicht. Oh, wir haben sogar was gekriegt. Kann ich hier sonst irgendwas anklicken, so in der Natur? Gerade noch nicht. Ich habe ein Problem gelöst. Du bist ein talentierter Kämpfer. Nimm das als Belohnung. Hey, eine Axt. Eine neue Quest. Wir haben aber nicht mehr viel Energie. Ich würde mal kurz quatschen. Hallo? Der Holzfäller sieht hungrig aus. Er hätte gerne ein Omelett. Ich habe keinen Omelett-Dünster. So, ich würde mal schlafen, um unsere Energie aufzufüllen. So, 10 Energie. Wir gehen in den nächsten Screen, würde ich mal behaupten. Oder haben wir noch ein bisschen... Wo ist eigentlich unser Geld? Wir haben 5 davon noch. Wir haben ein paar Bären. Wir könnten auch essen, um unsere Energie aufzufüllen. Wir gehen aber in den nächsten Screen. Ich sollte das Haus auf meiner Karte anzeichnen, bevor ich nach den Osten gehe. Gut, hier haben wir noch eine Quest offen. Wir gehen eins weiter. Was
sammeln erstmal Bären ein. Bären sind immer ganz gut. So. Hier haben wir schon zwei Quests. Oh, guck mal, hier können wir noch einsammeln. Man kann nie genug von irgendwas haben. Du bist eine Dame, aber mit grauen Haaren. Willkommen, Junge. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Eine alte Frau. Die örtliche Heilerin vor dem Haus trocknet wahrscheinlich Räume aus dem Heiltränke aus. Meine Heiltränke haben bereits viele Leute geholfen. Sie heilen Körper und Seele. Bitte schön, probier es einfach. Okay. Heiltrank aus Beeren herstellen? Ah. Zutaten kaufen? Zutaten verkaufen? Ah, da kann ich Zeug verkaufen gegen Geld. Heiltrank aus Kräutern herstellen? Gegengift aus Pilzen herstellen? Okay, nice. Ein Gegengift aus Kräutern herstellen. Okay, wir können an sich noch keine wirklich Kräuter sammeln. Aber hier haben wir die nächste Quest. Halt, hier darfst du nicht weiter. Warum? Ach so, ich brauche erst eine Reputation von irgendwas. Okay. Willkommen, junger Mann. Suchst du noch einen Job? Jo, Er sucht ein Fass. Ja gut, das ist hier. Hab's gefunden. Gefindet. Hier hast du dein Fass, mein Freund. Hier haben wir einen Händler. Sie braucht Feuerholz. 5 Feuerholz. Haben wir nicht. Aber... Hilfe! Ich helfe dir! Nee, ich kann dir nicht helfen. Warte, stopp, ich brauche Gegengift. Gegengift aus Kräutern herstellen? Nee. Kann ich nicht. Kann ich ein Gegengift aus Pilzen herstellen? Ich habe aber auch noch keine Pilze. Kann ich ein Gegengift kaufen? Ach, kann ich gar nicht. Warte mal, der hat auch schon wieder eine Quest. Oh Gott. Machen wir erstmal das hier. Vielleicht, dass wir ein bisschen Geld zusammenkriegen und ein bisschen Zeug zusammenbekommen. Wir haben keine Energie mehr. So. Okay, tatsächlich müssten wir uns schlafen legen. Mal. Hier drüben. Einmal Feuerholz haben wir noch. Aber nicht mehr viel. Viel Feuerholz haben wir nicht mehr. So. Flupp, 10 Energie. Können wir die Quest hier drüben mal fertig machen? Den Heiltrank haben wir für den hier gebraucht. Und hier, nice. Nice. Damit haben wir die Quest fertig. Damit kriegen wir Geld. Du kannst an dem Brunnen frisches Wasser bekommen. Okay. Unterhalten. Okay, Spiegeleier haben wir auch. Du brauchst Feuerholz. Wie viel Feuerholz brauchst du? 5. Das kaufe ich mal hier. Holz kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Und einmal kaufe ich noch für mich, um die Energie wieder hochzukriegen. Dir gebe ich die Spiegeleier. Nice, wir kriegen... Oh, wir können jetzt Holz fällen. Das ist gut. Dir geben wir das Feuerholz, junge Dame. Dankeschön, du bist sehr geschickt. Ich habe eine Belohnung für dich. Warte, nimm dies. Und einen Trank. Sicher nützlich sein. Ja, der wird mir auch nützlich. Oder der ist mir auch nützlich. Hier fehlt mir wieder die Energie. Also würde ich jetzt einfach mal schlafen gehen. Schauen wir mal, dass wir in den zwei Karten mal ein bisschen uns hochpushen. Indem wir einmal mal alles machen, was nur geht. So, 10 Energie. Bam. Ich habe jemanden gerettet. Nice, jetzt kann ich sehr, sehr, sehr viel machen. Ich habe da eine Kiste gesehen. Guck mal, da ist Geld drin.
Ich würde tatsächlich nochmal Holz kaufen. Holzsägen. Ah, okay. Bam. Ach, guck mal, ich hätte gar kein Holz kaufen müssen. Wir gehen mal schlafen, machen erstmal die Karte hier mit dem ganzen Holz safe und allen oder halt mal weg. Das ganze Holz hantieren wir mal auf. Ich habe keine Sichel. Wer kriegt denn die Sichel? Acht Energie. Acht Energie gleich. Das ist viel. Pilze. Pilze. Wieder 8 Energie haben wir aber nicht mehr. Wir machen gerade sehr viel Feuerholz. Ich würde gerade mal einfach mal schlafen, um ein bisschen Energie zu kriegen. So. Schlafen wir direkt nochmal. Dass wir schön ausgeruht sind. Wochenende ist, habe ich gehört. So. Zack. Wunderbar. Fällen wir den Baum. Kriegen noch mal Holz. Sonst sehen wir hier gerade nichts Verstecktes. Wir haben keine Sichel leider. Deswegen gehen wir wieder hier rüber. Ich weiß auch noch nicht, wo wir die Sichel herbekommen. Wir fällen den nächsten Baum. Pilze. Pilze. Eine Kiste. Eine Sichel. Das ist ja perfekt. Dann sicheln wir hier mal ein bisschen noch rum. Ich bin gerade zu faul, die ganze Zeit hier zu schlafen. So, jetzt können wir auch sicheln. So. Zack. Wasser brauche ich eigentlich gerade für nix, oder? So, das sicheln wir hier auch nochmal. Bis unsere Energie weg ist, dann gehen wir nochmal schlafen, würde ich sagen. Ich sehe Pilze. Noch irgendwo was? Pilze, Kiste oder sonst irgendwas? Nee, nicht, gell? So, schlafen. Wir haben genug Holz. Verkaufen brauchen wir, glaube ich, gerade auch nichts. Ich glaube, unsere Vorräte sind soweit sehr gut aufgedeckt. Hier sehe ich jetzt nichts mehr auf der Karte. Oder in dem Screen. Haben wir das auch. So. Flöckle? Jo? Du bist ja da. Willst du zuschauen über Discord? Ja, gern. Weil dann ist ja ganz easy. Dann mache ich die virtuelle Kamera an. So. OBS, virtuelle Kamera. Das machen wir es auch einfach so. So, dann mache ich das noch groß an sich, was? Wie geil ist das? Also, wenn du willst. So, haben wir hier auf dem Screen jetzt noch irgendwas? Mal so als Info für euch, ich hocke gerade mit Flöckle im Discord. Er genießt ein Spiel. Mich nicht. Das ist ehrlich gesagt. So, 12 Wasser, ui. Gleich so viel. Wir gehen, würde ich sagen, in den nächsten Screen rein. Frisch. Brennt! Der Bettler. Hahaha. Ich bin kein Bettler, lass mich in Ruhe. Du bist ein armer Teufel. Ja, ein armer Teufel zu sein. Truppe von Kindern, lass mich. Ihr seid alle blöd. Deine Mutter ist blöd. Er hat nicht mal eine. Oh. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja, kein Thema. Ich habe einen Gefährten gekriegt, ein Kind. Ich glaube es einfach nicht. Die Musik hat umgeschlagen. Aber wir können hier erstmal... Bevor wir das verkohlte Haus untersuchen, was machen wir? Genau, wir sammeln erstmal die Karte leer.
Hat er erstmal Looterfinger und fasst es kaum. Natürlich. Immer. Nix stehen lassen. Gute Einstellung. Ich glaube, da in dem Spiel, ich brauche ein Gegengift. In dem Spiel sollst du sowieso eigentlich nichts stehen lassen. Du musst eigentlich immer alles mitnehmen. Je mehr du mitnimmst, desto besser. So, wir müssen einmal zurück und ein Gegengift machen. Gegengift aus Pilzen herstellen? Kann ich nicht. Gegengift aus Kräutern herstellen? Kann ich. Mal zweimal Gegengift. Dann kann ich. Ich muss aber eh erstmal schlafen gehen. Bei Kingdoms 3 oder Hero of the Kingdoms 3, also nicht World of Tales, sondern das normale Hero of the Kingdoms, konntest du dann immer so ein Lagerfeuer aufmachen und da konntest du dann auch kochen und so ein bisschen dein Werkzeug upgraden. Mal schauen, ob wir das auch noch hier kriegen. So, jetzt haben wir mal wieder 20 Energie, da können wir auch mal wieder ein bisschen was arbeiten. Mit. Dann kriegen wir die Bären hier hinten auch. Und vor allem die Kiste. Mit 9 Pfeilen. Und schmeißen natürlich hier die ganzen Bäumchen erstmal noch um. Und schauen wir mal, vielleicht kommen wir auch irgendwas essen an Bären oder sowas. Oh ja, jetzt haben wir echt viel. So, schauen wir. Ich glaube nicht, dass wir so viele Bären brauchen. Deswegen gehen wir mal hoch auf 33 Energie. Dann können wir auch mal ein bisschen durcharbeiten. Muss man nicht immer nur schlafen. Habe ich eine Säge? Ich glaube, ich habe gar keine Säge. Kann ich? Ja, mir fehlt eine Säge. Für beides noch. Der Drache hat alles vernichtet. Ein Drache. Och nö, ein Drache. So, wir brauchen 4 Holz. Das heißt, wir müssen mal zum Sägewerk. Holzsägen, 4 Stück. Ich würde gerne mal ein bisschen Holz verkaufen. Ein bisschen Feuerholz vielleicht. So, dass wir mal wieder ein bisschen Geld haben und wir schlafen mal. Weil ich glaube nicht, dass wir so viel Feuerholz brauchen. So. Ist schon viel. Da hat er was zu trinken. Hä? Das muss ich mir. Du hast was zu trinken, das muss ich mir jetzt auch erstmal holen. Ich habe einen Kaffee hier, ja. Echt praktisch. So. Ich hole mir mal ein Wasser. Ja, hol dir mal Wasser. So, wir bauen die Brücke wieder auf. Damit kommen wir weiter. Damit haben wir einen Hammer gekriegt. 5 erlernte Fähigkeiten haben wir. So, Angriff auf die Hornisse. Den Hammer haben wir tatsächlich aber noch nicht gebraucht. Nächste Errungenschaft. Hey, ich habe gerade hier noch Pilze. Pilze. So. Zack. Ich bräuchte eine Säge. Woher bekomme ich eine Säge? Nächste Errungenschaft. Hallo, willkommen in meinem Laden. Ich habe gedacht, ich habe schon einen Hammer. Also ich brauche eine Säge. Ich kaufe mal alles. Ich kaufe mal jedes Werkzeug. Wir haben ziemlich viel Geld. Ich würde sagen, wir kaufen mal jedes Werkzeug. Dann können wir nicht hier auch sägen. Die Fähigkeiten müssen wir natürlich erst erlernen. Ich glaube, hier sollte es jetzt auch nichts mehr geben. Ich gucke immer gerne nochmal schnell die Screens durch. So, hier sehe ich noch was. Ich glaube, das große Suchen machen wir eh erstmal noch, wenn wir ein paar Fähigkeiten mehr haben. Ah, guck mal, wir sind in der Stadt. Bürger, betrete die Stadt. Ich bin doch deswegen kein Bürger. Oh, wir haben ein ernstes Problem. Er braucht 5 Mehl, okay. Mal sehen, was habe ich denn verpasst? Gar nicht so viel, ich bin jetzt nur in die Stadt rein. Ich habe einen Werkzeughändler gefunden und habe ihn erstmal gekauft.
Werkzeug gekauft. So, wir können mehrere Waffen. Was können wir denn hier? Waffen. Wir können hier Waffen kaufen. Ja, das wird interessant werden. Ernten wir mal schnell die Früchte noch. Dann nehmen wir mal kurz das Fass mit. Dann nehmen wir mal kurz das mit. Dann nehmen wir. Schade. Es ist ein Fass, aber ich kann es nicht anklicken. Und da liegt eine Kiste. Kann ich auch nicht anklicken. Schade. Gibt Zeug, was man nicht looten kann. Das macht mich traurig. Wer bist du? Guck mal, hier kann ich übernachten. Und Nahrung kaufen. Und Tränke kaufen. Auch interessant. Ich kann aber auch Wertgegenstände verkaufen. Okay. Der hat Mehl gebraucht. Das heißt, ich würde damit mal kurz nach hier gehen. Und Getreide kaufen. Der hat 5 gebraucht. Kann ich mir nicht leisten. Was kostet ein Omelettbraten? Kostet auch Geld. Eine Suppe kochen? Okay. Ah, guck mal, der hat eine neue Quest für mich. Ja, komm. Der hat echt ein Käferproblem hier, der Kollege. Ich brauche ein Seil. Das Seil konnte ich doch hier kaufen, bei ihm hier. Das kaufen wir auch. So. Blub. Blub. Also es lohnt sich hier immer wieder Screens zu wiederholen auch. Okay, wir sollen die Höhle hier unten, würde ich mal sagen, leer machen. Ja, wir übernachten mal. Wir haben ja Feuerholz. Und ich würde ein bisschen Feuerholz tatsächlich wieder, wenn es geht, vielleicht noch einen Ticken verkaufen. Dass wir eher vielleicht so ein bisschen in die andere Schiene gehen. So. Jetzt haben wir 2 übernachtet. Gehen wir hier runter. Schauen wir mal, was wir da unten eigentlich brauchen. Ein Heiltrank, den haben wir. Und nochmal ein Heiltrank. Den können wir vielleicht herstellen. Heiltrank aus Beeren herstellen? Können wir machen. Stelle ich gleich mal 2 her. Gehen wir wieder hier runter. Greifen an. Das Fass nehmen wir mit. Ansonsten ist hier nichts mehr. Da ist die Aufgabe erfüllt. Ich kriege ein Rechen. Oh. 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 Ja. Da können wir wenig. Erstmal die Farm bearbeiten hier. Der Bauer braucht das Zeug gar nicht. Der lebt so, solche Bauernleben, habe ich gehört, meistens von Luft und Liebe. Das kann ich nur bestätigen. Also schön erstmal alles. Immer wird alles leer gelootet hier. Da gibt's gar keinen Wenn und Aber. Am besten looten und dann an. An was? Ah, an ihn zurückzuverkaufen, genau, ja. Genau. Das glaube ich gar nicht, dass es geht. Ich dachte gerade irgendwie hier beim Dings hier kam da was, aber nein, irgendwie. Ich habe im Hintergrund noch ein Spiel laufen, das habe ich ganz vergessen irgendwie auszumachen und auf einmal höre ich dann nur irgendwie so. Jetzt bin ich ganz kurz durch den Nessel gekommen, von wo was kommt. Bisschen unangenehm. Ach, nicht schlimm. Irgendwas so. Mit Jungwort. Getreide würde ich gern kaufen, weil wir brauchen hier Getreide, aber ich habe nicht genug Geld. Warte mal, das können wir doch ändern. Wir verkaufen ihm mal ein bisschen Holz. So. Hier verkaufen wir mal auch ein wenig was. Guck mal, wie viele Pilze wir haben. Bei dem Kram kann man ja auch irgendwie was raushauen. So, dann würde ich mal Getreide kaufen. Wir brauchen insgesamt 5 Getreide. Fehlt immer noch, also verkaufe ich nochmal ein paar Pilze. So. Dann Getreide kaufen. Zack, 5 Getreide hat der Kollege nämlich da oben gebraucht. Hier können wir immer noch runter, aber das bringt uns nichts. Können wir nichts machen. So, war hier irgendwas Neues? Nein, wir können auch noch nicht jagen.
Was kommt noch? Hier hast du deine 5 Getreide. Bitte, bitte, bitte. Und ganz viele neue Quests. Er braucht wieder meine Hilfe. Die 15. Komm, das kriegst du gleich. 15 Feuerholz. Oh, ich bin wohlhabend. Ein Pferd. Gib dem Pferd Wasser. Und hier fehlt mir das. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Weiter. Du bist blaue Blumen, die habe ich auch nicht. Ansonsten sehe ich jetzt gerade tatsächlich hier mal in dem Gebiet nichts mehr, was wir machen können. Auf der Karte sind wir so. Gut, dann gehen wir mal hier noch. Dein Spiel wird gespeichert. Achso, ich wollte nicht zurück. Ich wollte die Karte zumachen, ich habe nur das X gesehen. Gehen wir mal hier runter. Befehl vom Bürgermeister. So. Ja, der Bürgermeister wird schon wissen, was er macht, hä? Komm, die 70 Goldmünzen, wir bezahlen seine Steuern. Du bist mein Retter. Ja, ich bin ein netter Kerl. Krieg ich deine Niere, die brauchst du jetzt nicht mehr. Dass du mir geholfen hast. Ja, Krabbensuppe. So, mal ganz kurz so 70 Goldmünzen bezahlt, jetzt brauchst du ja keine Niere mehr. Her damit. Gutes Tauschgeschäft, eine Niere für 70 Goldmünzen. Mhm. So, ich brauche Fischereibedarf. Flop, flop, kaufen wir jeweils eine Angel und alles. Damit haben wir 5 Fisch. Kriegen die Fähigkeit. Okay, das haben wir auch noch nicht. Ich glaube. Okay. Ja, jetzt können wir immer mehr und immer mehr machen. In jedem Gebiet. So, die Frage ist nur, machen wir uns eine Krokodilhandtasche oder nicht? Dafür müsste ich erstmal Zeug kaufen, glaube ich. Pfeile hast du, hast du auch einen Bogen? Nee. Die Waffen sind ziemlich teuer. Muss ich mal schauen. Einfach wieder ein bisschen Feuerholz verkaufen. Oh, ich brauche eine Pike und... Ich brauche die Fähigkeit, die habe ich auch noch nicht. Das heißt, beides habe ich noch nicht. Tja, da muss die gute Handtasche noch warten. Schade drum. Ja, schade. Aber schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es hier demnächst. Das meiste läuft hier doch über Quests. Gut. Du brauchst einen Apfelkuchen oder was das ist. So, ich glaube, hier habe ich nichts mehr. Also, warte mal. Stopp, ich habe, glaube ich, noch was gesehen. Kann ich das anklicken? Ja, kann ich anklicken. Gut, jetzt sehe ich jetzt erstmal nichts mehr. Gut. In der Stadt können wir auch das alles aber noch nicht abgeben. Ich würde sagen, wir schauen mal hier hin. Genau, jetzt haben wir nämlich hier auch neues Zeug bekommen. Und das machen wir auch. Ich weiß noch nicht, wofür die Frösche da sind, aber wir haben jetzt Frösche. Und wir können die Hummer sind jetzt auch aufgetaucht. Und hier habe ich nochmal Pilze übersehen. Hier ist auch nichts mehr. Und hier sowieso nicht mehr. Dann gehen wir über die Karte und würde ich sagen mal direkt in die Stadt. Und gucken mal nach oben. Was gibt's hier oben? Ah, natürlich wieder eine Hornisse. Und einer, der eine Quest hat für mich. Okay, er hat keine Quest für mich. Er hat mich ein bisschen beleidigt und das war's auch schon. Netter Kerl, hä? Ja. So. Definitiv. So funktioniert Gesellschaft. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du so ein paar gewisse Menschen nimmst und einfach in eine Stadt einsperrst, eine große Mauer drumherum baust, ja, wird's der restlichen Welt besser gehen.
So. Also zum Beispiel Menschen, die über die rote Ampel fahren. Genau. Und das mit Absicht und nicht weil aus Versehen. Zum Beispiel, weil man den Bremsweg dann doch nochmal unterschätzt. Fahranfänger haben das ja gerne mal. Ja, also ich sag ja mal, wenn es da mal jeder hat da mal einen Moment, wo er nicht ganz aufpasst oder sowas. Wenn der, oder halt einfach mal kurz auf eine blöd schaut oder was weiß ich. Das kann passieren. Genau. Und solange niemandem was dabei passiert, ist ja alles gut. Aber wenn dann es Leute gibt, die das dann übertreiben. Ich meine jetzt mehr so Menschen, die an der roten Ampel stehen, warten und dann sich so denken, nee, dauert mir zu lang und fahren trotzdem los. Genau. Es gibt ja auch Leute, die geben nochmal ordentlich Gas, wenn dann die Ampel rot wird oder gerade rot ist. Man kennt den Straßenverkehr, alles schon erlebt, ist einfach furchtbar. Der braucht eine Ziege, woher kriegen wir eine Ziege? So, wir brauchen schon wieder ein Antitoxin. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Hexe. Gegengriff aus Pilzen herstellen. Oh, jetzt weiß ich, wofür wir die Frösche gebraucht haben. Die werden einfach... Ich habe eine Ziege. Scheiße, ich kann die Ziege nicht anklicken. Hier wäre eine Ziege. Der oben braucht noch eine... Fuck, haben wir viel. Achso, jetzt habe ich schon gedacht, wir haben Brand in der Tasche. Also das Inventar ist schon ordentlich. Mittlerweile. Achso, ist das deine Ziege? Ich kann die Ziege nicht anklicken. Wo ist sie denn jetzt hin, die Ziege? Ist sie hier noch auf der Karte? Oh, wir haben keine Energie mehr. So. Ich sehe sie nicht mehr auf der Karte. Also wird sie eher in die Richtung geflohen sein, denke ich mal. Hallo junger Mann, wer bist du? Halt dich fern von dieser Brücke. Oh, da ist ein Goblin drüben, das ist nicht so schlimm. Warum machst du die Brücke kaputt? Wegen einem Goblin. So, machen wir erstmal die Hornisse wieder kaputt. Können wir hier den Rest auch noch einsammeln? Wo ist die Ziege hin? Also hier in die Richtung ist sie tatsächlich nicht geflüchtet. Wir müssen sie dann nochmal suchen, wo die hin ist. So. Oh, blaue Blumen. Brauchen wir auch ein paar. So. Ich hoffe, das ist eine Hornisse, dass wir nicht wieder ein Antitoxin brauchen. Oh, okay. Brauchen wir trotzdem Antitoxin. Da bräuchte man wieder ein Seil. Das muss ich kaufen. So, sammeln wir mal die Pilze ein. Hier ist sonst nichts mehr, oder? Nichts zumindest, was ich hier sehe. Und wo ist die Ziege hin? Zwei neue Quests, aber ich will erstmal ein Seil kaufen. Jetzt bin ich blank. Was kann ich verkaufen? Nichts. Die braucht 5 Gold. Die braucht ihren Mann. Wie gebe ich denn ihren Mann da ab? Ja, dann ist seine Frau, macht sich Sorgen. Du willst 9 Eier. Wir haben keine Energie mehr. So, das ändern wir. Ah, 9 Eier. 4 Eier. Jetzt können wir auch Eier finden. So, und hier hast du deine 9 Eier. Wir gehen hier runter. Und sammeln mal alles hier so ein bisschen ein. Direkt. 15 Frösche, nächster Erfolg. So. Ich habe nicht mehr genug Energie hier, das gibt's doch nicht. Ich muss mal ein bisschen was rein hier.
In der Zeit können wir aber auch nicht schlafen. So, zack. Ich glaube, wir sollten aber dann auch nochmal vorne anfangen. Also auf der ersten Karte uns durcharbeiten. Neuer Dolch. Hier können wir nicht rauf und runter gehen. Hier ist noch was. Feuerholz. Okay, hier sehe ich nichts mehr. Wo denn seine Ziege hin ist, weiß ich nicht. Dafür habe ich hier noch Pilze gesehen. Und jetzt kriegen wir auch wieder Eier. Oder jetzt können wir auch Eier sammeln. Sie hat eine Quest. 20 Eier, 3 Honig. Okay. Ich habe dir deinen Mann wiedergebracht. Hier. Du gibst mir den Apfelkuchen dafür. Das ist gut. Gehen wir mal runter. Dann können wir... du wolltest auch noch 30 Goldmünzen. Warum wollt ihr denn alle Goldmünzen? Ich bin doch ein armer Schlucker. So. Hier ist aber auch soweit nichts mehr. Hier sind noch Eier. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo ein bisschen was handeln kann. Vielleicht mal die Leute ein bisschen durchlaufen. Irgendwo so ein bisschen was erhandelt bekommen an Geld. Gut, hier sind keine Eier mehr. Ich sehe nichts mehr. Hier sehe ich auch nichts. Er hat wieder eine neue Quest. Okay. Gott, wir haben echt viele Quests. Also der will drei von den Suppen und drei und ein Brot. Suppe kochen. Ich habe halt kein Geld. Zutaten verkaufen. Verkaufen wir mal davon ein bisschen was. Hiervon ein bisschen was. Ich würde mal sagen so. So, komm. Dann eine Suppe kochen. Ne, zwei Suppen kochen. Omelette kann ich auch braten. Ich kann nicht. Ich brate mal 5 Omelettes. So, aber hier kriege ich kein Brot her. Ich kann nur Getreide kaufen. Bei dir kann ich Werkzeug kaufen. Ich habe aber 5 Gold für dich. Da ist schon wieder eine neue Quest. Du brauchst irgendeinen gelben Trank. Okay, keine Ahnung, woher ich den herbekomme. Gebäck kaufen. Ja, ich kaufe ein Brot. Dann gehen wir mal hier vor direkt. Und geben ihm das. Also Quests gibt es hier echt viele. Ein Sonnentrank. Bam. Nachtschattengewächse. Aha. Gut. Dann haben wir deinen Sonnentrank. Du brauchst 3 Honig. Du brauchst ein Pferd. Das Pferd braucht Heu. Hier brauchen wir noch die 3-mal blauen Blumen. Deine Quest haben wir fertig. Ah, jetzt kann ich angeln. Aber was trinken wir das gerade? Mir vereinbart sehr gut. Ah, hier ist eine Höhle.
Okay, ich habe hier keine blauen Blumen mehr oder sonst irgendwas gerade. Ich kann auch nichts mehr machen gerade. Das Einzige, was ich machen kann, wäre hier in die Höhle gehen. Und da müssen wir kämpfen. Das kriegen wir hin. Wir suchen natürlich schon alles. Ein Schwert. Schwertkampf müssen wir können und Ding. Okay. Beeren, 20 Früchte. Okay, wie komme ich jetzt am dümmsten weiter? Ich kann hier Waffen kaufen. Die bringen mir aber nichts, wenn ich sie kaufe gerade. Was kann ich hier kaufen an Waren? Alles und nichts. Was kann ich bei dir kaufen? Verkaufen dann logischerweise das auch. Okay, also ich könnte jetzt zum Beispiel hier 5 Fisch bei dir verkaufen. Hier kann ich einen Fisch braten. Ich kann hier nichts mehr anklicken. Wir haben die Fähigkeit mit der Pike oder mit dem Schwert haben wir noch nicht. Das heißt, wir können da nicht umgehen mit. Die Frage ist, kann ich irgendwo Heu kaufen? Hier geht's auch nicht mehr weiter. Getreide? Ich kann kein Heu kaufen. Oh oh, ich glaube, ich hänge hier fest. Wo die Ziege ist. Ja, ja. Also ich würde jetzt einfach mal denken, die Ziege wäre die nächste Quest. Oder halt noch weiter. Dann noch eins weiter kommen. Ich brauche auch Heu, um denen das Pferd zu geben. Ja, davon habe ich aber auch nur 4. Nicht genug. So, oder ich brauche 3 blaue Blumen. Ich habe eine blaue Blume. Und er Heu habe ich 4, ich brauche aber 8. Er will das Pferd haben. Sie will Honig haben. Sie will 20-20. Okay, das könnten wir ab. Obst und Beeren, das könnten wir, die konnten wir doch hier kaufen, wenn ich mich nicht täusche. Oh. Beeren können wir nicht kaufen, aber das Obst könnten wir kaufen. Zutaten kaufen. Die Beeren können wir hier kaufen. Gut, dann gehen wir mal rüber und machen die Quest mal fertig. Danke, junger Mann, du bist sehr geschickt. Wir kriegen eine Perle. Ah, okay. Mit der Perle können wir hier umtauschen. Haben davon 3 bekommen. Können hier wieder was einsammeln, das ist neu. Gehen hier rüber. Tauschen das ein gegen 3 davon. Gehen hier rauf. Gehen dahin. Geben ihm das hier. Wir kriegen Geld und Zeug. So. Aber es fehlt uns immer noch an Heu. Aber wir haben viele Quests hinbekommen. Gerade. Hier ist die Ziege. Ich habe die Ziege, die ist in die Stadt gelaufen. Ah, sie ist schon wieder ausgebüxt.
Frage ist, wo ist die Ziege jetzt hin? Also hier ist sie nicht. Hier sind nochmal Eier. Also hier ist sie auch nicht. Ist sie hier runter abgehauen, die Ziege? Ja, die ist hier. Wir haben die Ziege! Endlich! Oh. Jetzt ist hier unten auch wieder was frei geworden. Das machen wir doch gleich. Stopp. Gut, dann wenn wir dir das geben, die Ziege, dann gibst du uns auch bestimmt ein bisschen Heu für die Quest hier unten. Nee, wir kriegen Käse. Du gibst uns nichts, womit wir weiterkommen? Och, bist du ein gemeiner Mensch. Legen wir uns mal schlafen. Wo krieg ich Heu her? Oh, wir haben ziemlich viel Energie, aber wo krieg ich Heu? Ich kann auch nichts anklicken oder so noch. Von dir kann ich kein Heu kaufen. Ich kann von euch nicht mehr interagieren. Hier, das kann ich auch nicht anklicken. Also woher bekomme ich Honig? 3 Honig. Und woher bekomme ich 4 Heu? Ah, eine neue Quest, oder? Vorsicht! Der Drache attackiert die Stadt. Rettet sich, wer kann. Wir müssen uns verstecken. Alle umbringen. Grarr! Nein, ein echter Drache. Grarr! Damit haben wir neue Quests. Muss immer wieder oft in dem Spiel zwischen den Screens hin und her wechseln. So. Um alles zu bekommen. So. Wir brauchen 3 Kisten. Warum sind hier auf einmal Ratten? Ah du, wenn er zu seinem Lager, er muss er allerdings seine Waren verkaufen. Dabei kannst du ihm behilflich sein. Ich brauche 3 Kisten. Und die Kisten, die hier sind, kann ich nicht anklicken. Woher kriege ich Kisten? Ach so, guck mal, unterhalten. 3 Ratten. Ja, gut. Die machen wir schnell. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich brauche einen Heiltrank bei einer Ratte? Na, guck mal, er hat auch eine Quest für uns. Er braucht Öl, okay. Hier haben wir keine Ratten. Wir machen mal Heiltränke. Zack. Er hat auch wieder eine neue Quest für mich. Er will gebratenen Fisch. 10 Stück. Okay, ein paar Quests sehe ich gerade, können wir ja schon direkt weitermachen. So. So, die Ratten machen wir. Dann machen wir die Quest. Da hinten ist auch gerade eine neue Quest. So, zack. Ich habe deine Ratten gekillt. Krieg eine Kiste. Moment, hören wir zu.
Einen grünen Trank. Was ist ein grüner Trank? Den kenne ich gar nicht. Den kann ich aber kaufen. So. Ach, das ist ein Gift, denke ich. Das ist ein Gift. Das ist Gift. Mein Dolch ist zerbrochen. Das ist blöd. Wir verlieren Reputation. Weil wir gerade den Bürgermeister bestehlen. Aber hey, dafür hast du hier dein, dein Honig. Und wir kamen wieder ein. Plus eins. Habe ich noch einen Dolch? Einen habe ich noch, also muss ich mir keinen kaufen. Fische braten. Ich hätte gern mal so... Was ist das? Ach, das ist... Ressource Salz. Ach so, ich habe kein Salz. Woher kriege ich Salz? Kann ich das irgendwo kaufen? Ich kann auch Bratfische kaufen. Warte mal. Ich kann bei dir so Zeug verkaufen. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob ich es noch brauche. Ich kann bei dir Salz kaufen. Dann kaufe ich Salz. Ich hoffe, das war jetzt Salz. Zack. So, braten wir mal 10 Fisch. Dann können wir ihm sein Öl geben. Sind wir hier fertig? Gehen wir hier rüber. Ihm geben wir seinen Fisch. Und kriegen noch eine Kiste. Perfekt, dann haben wir ganz viele Kisten. Jagen will ich noch auf jeden Fall. Ich sehe so viele Tierchen die ganze Zeit, was die mir jagen könnten. So, nice Reputation. Alvin ist tot, was mache ich nur? So, jetzt kann ich hier helfen. Und ich hoffe mal, ja, wir kriegen das Heu. Wir brauchen Mehl und 2 Bretter. Okay. Getreide kaufen. Plopp. Gehen wir mal hier rüber. Holzsägen. Dann gehen wir wieder rauf zu ihm. Machen beides fertig. So. Wässern es noch. Danke für deine Hilfe. Gerne, gerne. Ich bin doch ein Netter. Hier können wir jetzt auch nur schlafen. Immer noch nichts sonst. Nichts weiter auf die Karte aufgetaucht. So, nächste Quest fertig. So, hier. Die Sümpfe reißen, Menge Krokodile, jo. Ich muss lernen, wie man einen Speer umgeht, um ein Krokodil zu töten. Brauchen einen Speer. Flupp. So viel übrigens zu unserem Geld. Wir waren und 100 Gold. Ich habe kein Gold mehr. Was kann man da nur machen? Feuerholz verkaufen. Nee, ich verkaufe meinen Schatz. Nein, der ist doch gut gewesen. Ich habe in der Höhle den Schatz erbeutet. Den hole ich mir. So, und damit geht's in eine neue Karte. Damit geht's dann auch hoffentlich in neue Ressourcen. Ich würde sagen, wir essen mal den
Wir essen mal den Käse. Ich glaube, Feuerholz haben wir gar nicht mehr so viel tatsächlich, nämlich 6 Stück, ja. Nicht mehr viel. Deswegen möchte ich es gar nicht verkaufen. Was kannst du Feuerholz nur hin? Verkauft. Das ist es ja. Hab vorhin ziemlich viel verkauft, ja. So. Was da alles passieren kann. Gehen wir mal weiter runter. Noch mehr Krokodile. Ich habe wieder nicht mehr genug Energie. Ich schmeiß mir mal noch einen Käse rein. Ich schmeiß mir mal ein paar Omelettes rein. Weil die kann ich easy nachproduzieren, die Omelettes. So, wann ist denn auch alles weg? Ich hoffe, wir kriegen vielleicht mal ein bisschen... Meine Fackel ist heruntergebrannt, okay. Ein riesiges Krokodil. Wir müssen vorsichtig sein, okay. Wir müssen vorsichtig sein, das ist schon mal interessant. Ich hab mir fast nicht gedacht bei einem Krokodil. So, nehmen wir erstmal das Ganze for free Stuff mit. Da fehlt mir Gift. Den kann ich so angreifen. Da komme ich auch hier hinter. Mal Bären und alles. Hier fehlt mir auch Gift. Also ich brauche zweimal Gift. Wieder ein bisschen Feuerholz. Ah, guck mal, jetzt kann ich da auch schlafen. Perfekt, dann schlafen wir doch hier. Zehn Energie sind immer schön. Dann können wir hier auch weiter die Karte looten. Oh, ein Seil. Ein Seil ist gut. Looten ist gut. Looten ist immer gut. Das Beste, was man machen kann. Okay, ich habe keinen Köder mehr zum Angeln, deswegen sollten wir mal hier, ich glaube, hier Waren kaufen. So ein paar. Guck mal, da können wir jetzt auch angeln. Ja, unser Geld wird langsam knapp. Mal wieder. Und wenn das Geld knapp ist, ist nie gut. Immer sagen wir... Ich kann keinen Fisch braten. Weil ich kein Salz hab. Ich kauf mal ein bisschen Salz. 4. Also jetzt bin ich ganz blank. Du willst eine Schere, die haben wir noch nicht. Achso, ich wollte Fisch braten, ich Depp. Ganz vergessen. Fisch braten. Flop, 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 flop. Haben wir auch ein bisschen Energie wieder, so. Und wir gehen nochmal schlafen. So. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir ein bisschen Geld dran bekommen, weil wir ja Ding brauchen. Dringend. Wir brauchen Gift. War Gift und eigentlich nur Gift, okay. Gift und Energie brauchen wir. Ich würde gerne mal dir ein paar Fische verkaufen. Ich habe nicht echt viele Fische. Und die jedes Mal zu braten ist echt aufwendig. Oh, ich habe wieder Geld. So schnell geht's. Gift. Einmal. Immer noch keine Ahnung, wo ich die Schere herbekommen könnte. Kann ich die bei dir kaufen? Nö. Ich kann auch bei ihr nur Gegengift machen, kein Gift.
Okay, gehen wir mal hier hin. Ah, wir haben die Schere gekriegt. Wir können hier sogar tatsächlich direkt noch ein paar Mal Zeug einsammeln. Und machen. Nice. Nicht mehr genug Energie, also schlafen. Und Gift brauchen wir nochmal. Ich habe es ganz vergessen, dass wir zweimal Gift brauchen. Ich habe nur einmal gekauft. Zack, dann gehen wir mal kurz rauf, kaufen nochmal Gift. Flop. Dann hier. Da hast du deine Schere. Ach, Fackel brauchen wir auch wieder, gell? Jo, Fackel ist auch kaputt, also kaufen wir auch eine Fackel. So. Ich denke, Quests haben wir alle, also ab auf den... Okay, doch nicht auf den Krokodil. Wir machen erstmal nochmal ein Nickerchen. Nochmal kurz schlafen. So, jetzt verprügeln wir das Krokodil. Wollte schon immer eine Handtasche haben. So, ein Seil. Damit können wir hier raufklettern. Kriegen eigentlich nur die Bären. Und die Pilze. Ob das ein fairer Tausch ist, weiß ich nicht. Sei vorsichtig in dieser Höhle. Dass mir so viel... Warte mal, da gehen wir mal kurz hier hin. Hi. Zutaten verkaufen. So. Gegen Heilkräuter herstellen. Mache jetzt mal 10. Und Gegengift aus Kräutern herstellen. Auch mal ein paar. So. Ich habe 10 Heiltränke. Gut. Ich glaube, damit können wir erstmal ein bisschen arbeiten. Weil das nervt ja, dass so ständig das Zeug ausgeht. So, ja, ab in die Höhle. Achso, ich habe keine Energie mehr. Ich esse jetzt mal den Fisch. So. Zack. Da hinten ist eine große Spinne. Wie hoch ist die Chance, dass wir ein Gegengift brauchen? Die Spinne Brett, den einen Typi gegessen? Schaut so aus. Oh. Wir haben ihn verloren. Und er liegt nicht mehr da. Der, was uns zu den Höhlen, der, was uns den Weg zeigen wollte, der ist einfach gefressen worden. Ich habe keine Fackel mehr. So. Kaufe ich mal 3 Fackeln. Und wir gehen wieder in die Höhle. Ah, stopp, da ist eine neue Quest. Gesehen. Radu. Hab einen Brief. Radu, den Jäger. Der ist tot. So, hier fehlt uns immer noch die Schwertkunst, dass wir hier weiterkommen können. Also, nachdem Radu vor unseren Augen getötet worden ist, will seine Freundin, dass wir ihnen einen Brief geben. Schwierig. Hey, warum ist hier auf einmal wieder was Neues da? Schwierig. Schwierig. Schatz. So, direkt angreifen.
Ich brauche nochmal einen Gifttrank. Aber eigentlich haben wir ja die Spinne direkt getötet. Die müsste doch noch im Magen, die Radu müsste doch noch im Magen sein. Spinnen können sehr schnell verdauen anscheinend. Ich habe keine Energie mehr, schade. Ja, Leute, bräuchte ich eine Arachnophobie. Ja. Da kenne ich jemanden. Da kann ich immer eine Story erzählen. Ich war bei einer Freundin. Bei der Freundin von meinem besten Kumpel war ich gerade da. Und sie hatte so Spinnenangst. So extreme. Und sie schreit um Hilfe. Also die war gerade baden und alles und schreit um Hilfe und was weiß ich. Oder halt fängt volles Brüllen an und ich denke mir, oh Gott, was ist denn jetzt los und was weiß ich. Und stürme in das Bad rein. Hockt sie nackt in der Badewanne und zeigt auf eine Spinne. Ich habe mir gedacht, die ist ausgerutscht, hat sich sonst irgendwas getan oder was weiß ich. Nee, Spinne. Das ist natürlich eine Situation. Da stehst du ja auch da und denkst ja, ups. War keine Absicht. Das war es ja auch nicht. So, ich esse jetzt mal den Käse hier, einfach um Energie zu kriegen, weil ich will hier nicht ständig die ganze Zeit hin und her rennen zum Pennen. So. Zack. Ob wir hier in diesem Lager, was so ausschaut, als ob es so ein Militärlager wäre, zufälligerweise wieder keine Energie mehr haben. Lernen, wie wir mit dem Schwert umgehen? Schauen wir mal. Radu getroffen, sein Kollege Radu. Dann entweder eine Töte, ihre Beine meistens. Ja. Oh! Er könnte noch leben, Radu! Boah, ich sehe jetzt halt schon, dass hier ziemlich viel zum Kämpfen sein wird. Egal, dass die Fackel niedergebrannt ist. Wir haben extra mehr gekauft, aber wir haben keine Energie mehr. Geh mal pennen. Vielleicht gehen wir gleich ein paar Mal öfter pennen. Bei 10 Energie ist ja wirklich nichts. Wie viel Feuerholz haben wir denn? 17. Oh ja, 17 Feuerholz, da kann man irgendwann was anfangen wieder. Dann gehe ich gleich mal zweimal oder dreimal schlafen. So. Aber wenigstens mal wieder 30 Energie. So. Können wir da auch verkloppen. Gleich wieder ein bisschen Feuerholz sogar nachschaffen. Bären und alles nehmen wir auch mit. Nach einer gewissen Zeit respawnt auch immer Zeug auf Karten. Deswegen ist immer auch wieder mal was Neues da dann. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn man immer wieder so Karten öfters durchläuft. Warum ist denn jetzt wieder eine riesige Spinne da? Alle getötet. Radu lebt. Gegengift und Radu-Ding. Du hast es geschafft. Danke, Kumpel. Bitte. Und was hat erstmal Radu für mich? Eine Quest. Er will einen Goldbeutel. Einen Geldbeutel hat er verloren. Okay, was kannst du? Fleisch kaufen, Fleisch. Nice. Eine Suppe kann ich bei dir auch kochen. Brauche ich auch Fleisch? Ich könnte Fleisch kaufen.
Ich kauf mal zweimal und, du mal hier Suppen kochen. So. Gut. Wir gehen mal weiter rüber. Wieder. Sehen hier aber tatsächlich. Hier ist ein Geldbeutel. Das war einfacher. Bitte, Kumpel. Ich habe noch einen Brief für dich. Trophäen verkaufen? Jetzt wird's interessant. Ich kann hier Trophäen verkaufen. Gift aus Giftsäckchen herstellen. Das ist auch gut, das machen wir auch gleich. Gift aus Pilzen herstellen, das ist, brauchen wir nicht, denke ich. Das können wir woanders auch. Und schon können wir wieder hier angeln. Würde ich sagen, das machen wir auch gleich. Trophäen haben wir gar nicht so viele tatsächlich. Ah, zack. Oh, wir haben keinen Köder mehr. Den kaufe ich. Waren kaufen. Kaufe ich mal ein paar. Können wir weiter angeln. Ein Seil brauchen wir, dürfen wir nicht vergessen. Deshalb kippe ich mal was zum Trinken rein. Sonst sehe ich nichts auf der Karte. Hier ist jetzt auch nichts Neues. Nö. Aber ich kann hier verkaufen. Ich habe gehört, wenn ich 10 Fisch habe, das reicht vollkommen. Schon haben wir wieder Geld. Gibt es hier irgendwas Neues? Er hatte wieder eine neue Quest für uns. Okay. Woher ich das bekomme, weiß ich nicht. Ein Seil müssen wir kaufen. Ich kaufe mal 2, dann muss ich nicht so oft nachkaufen. Hier ist auch nichts Neues. Da unten brauchen wir noch die Schwertkampffähigkeit. Also haben wir hier auch gerade nichts. Gehen wir mal wieder zurück hier. Gibt es hier zufällig irgendwas Neues gerade wieder? Auch noch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Dann gehe ich hier hinterher. Was fehlt? Ach, Energie. Ja gut, dann gehen wir pennen. Dann werde ich bestimmt den ganzen Berg jetzt hier erklimmen müssen. Mit ganz viel Kampfkunst. Zack. So, zack. Jedes Mal brauchen wir einen Heiltrank. Das ist auch nicht cool. Wir schlafen nochmal. Wenn es schon direkt hier auf der Karte ist. Und schlafen nochmal. Wochenende ist. So. Gehen wir hier hin. Machen hier weiter. Machen hier weiter. Und haben damit den Weg ins nächste Gebiet freigekämpft. Wo wir natürlich, wer hätte es gedacht, ganz viel kämpfen müssen. Mein Dolch ist zerbrochen. Hilfe! Hier brauche ich einen Schwertkampf. Ich kann doch keinen Schwertkampf. Hab auch kein Schwert. Komm, beeil dich. Kann mir nur jemand helfen? Halte durch, Kumpel! Vorsicht, das sind noch mehr. So benutzt mein Schwert. Fertig. Damit habe ich Schwertkampf bekommen. Vorsicht! Das ist ein Drache!
Okay, wir haben wir müssen eh mal in die Stadt. Da geht man sich einmal kurz Wasser holen und dann sieht man einen Drachen. Ja, der hat Hunger gehabt. Wir müssen jetzt mal kurz in die Stadt, weil wir haben kein Dolch mehr und wir müssen ein Schwert kaufen. So, hier. Weil wir den Schwertkampf können jetzt. Und wir haben kein Geld mehr. Aber wir haben ziemlich viele Schätze bekommen. So. Ach, ein Schild brauche ich auch. Okay, ich brauche auch gleich noch ein Schild. Ja, ein Schild. Am Feld machen wir erstmal das Restliche hier, was ein bisschen rumliegt. Und wir haben eine Höhle bekommen. Okay, nice. Natürlich haben wir keine Energie mehr. Natürlich. Ich gehe mal kurz hier schlafen nochmal. So. Wir gehen in die Stadt. Kaufen uns ein Schild. Gehen wieder hier rüber. Verprügeln erstmal die hier. Dann haben wir noch eine Höhle, wo wir reingehen können. Okay, fällen hier Holz. Kriegen Feuerholz wieder. Und natürlich keine Energie mehr. Wenn das Schlafengehen halt nicht immer so lang dauern würde, würde ich echt öfter schlafen gehen. So, man muss, siehst du, man muss nicht jeden Tag was essen. Schlafen reicht auch vollkommen, man muss nicht essen. So. Ich glaube, die Energie sollte jetzt erstmal wieder ein bisschen reichen. Jetzt können wir den hier verprügeln. Sehen damit ein neues Gebiet mit noch mehr Wölfen. Ach, wir fällen jetzt einfach mal alles weg, weil. So. Hier tun wir nicht rum. Meine Axt ist zerbrochen, das ist ja auch schon mal wieder schön. Wir gehen mal kurz in die Höhle hier rein. Was fehlt hier? Ein lila Trank, warte mal, ein lila Trank. Ich weiß es nicht mehr, wir machen mal kurz hier weiter. Ein lila Trank fehlt. Hier fehlt auch ein lila Trank. Und es fehlt natürlich Energie. War das Gift? Nee, Gift, Gegengift war das. Das heißt, wir müssen zur Hexe. Gegengift aus Pilzen. Machen wir mal ein paar. 11. Das sind ein paar. Wir schauen noch mal so mal kurz durch. Holz verkaufen. Schauen wir, wenn wir hier mal so auf 10 Holz runtergehen, das reicht uns auch wieder wie weit. Gibt's hier unten irgendwas Neues? Nö. Gucken wir mal wieder so, ich würde mal sagen, so jede Karte mal kurz ein bisschen durch. Vielleicht. Keine Ahnung. Hier oben irgendwas Neues? Achso, ja klar, wir können die Goblinhöhle jetzt weitermachen. Natürlich. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Heiltrank aus Beeren herstellen? Nee, Heiltrank aus Heilkräutern herstellen. So, 4. Gehen wieder hier hoch. Können wir nicht die Goblinhöhle hier fertig machen? Weil wir jetzt den Schwertkampf haben. Sogar echt eine fette Beute. Nice. So, wir verkaufen hier mal was.
Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das brauche. Wir verkaufen es aber. Gut. Brauche ich sonst irgendwas? Ich würde tatsächlich gerne... Achso. Kann ich mal bei dir übernachten? Das kostet 20 Gold. Okay, komm. Für 20 Gold können wir mal übernachten. Mal schauen, ob es mehr Energie bringt, wenn ich in einem Hotel übernachte, als an einem Lagerfeuer. Bringt auch. Ich nehme mal Wasser mit. Hier kann ich wieder angeln. Ich will aber die Fische verkaufen. So, wir kaufen dafür mal den Kollegen hier, dass wir einfach mal ein bisschen angeln können die ganze Zeit. Ich würde sagen, unser Goldvorrat steigt und steigt und steigt. So, hier können wir jetzt auch nicht mehr angeln. Wir gehen auch nochmal hier durch, ob es hier irgendwas Neues gibt. Nein. So, und hier oben können wir alles machen. Ich wollte aber tatsächlich eigentlich erstmal die Höhle machen. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe schon wieder keine Energie. Hätte ich hier unten auch machen können. Aber egal. Zack, die nächste Spinne weg. Eine Fackel. Nächste Spinne machen wir platt. Mal schauen, was wir ein bisschen rauskriegen hier. Meine Fackel ist heruntergebrannt. Es ist ja nicht verletzten. Habier. Habier nicht schlecht. Ein großer Troll. Ja, Habier in Bergen leben. Muss verstecken, wenn großer Lurch kommen. Habier hungrig. Habier kann nicht Sonnenschein. Okay, wir haben eine Habier-Quest. 20 Feuerholz, 20 gebratenen Fisch. Okay, das ist viel. Und ich habe gerade mein Feuerholz verkauft, ich Depp. Hätte ich das gewusst. Aber wir werden schon wieder, denke ich, Feuerholz bekommen. Das kriegen wir schon irgendwo her wieder. Das ist das geringere Problem. Kriegen wir ja relativ schnell immer. Ich will jetzt keins kaufen, weil... Macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt kaufe. Ich brauche aber eine Fackel. Also, ab in die Stadt. Die Fackel konnte ich bei dir kaufen, gell? Ja. 20 gebratenen Fisch, das sind 200 Gold halt. Aber ich würde gern mal hier Zutaten kaufen. Nee, wo konnte ich denn Salz kaufen? Ach, das war in der Gebäck, gell? Komischerweise war das unter Gebäck. Ich kaufe mal ein bisschen Salz. Dann kann ich ein paar Fische machen. Wie viele Fische habe ich? 10. Okay. Okay, nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen pennen. Ich verbrauche Feuerholz, obwohl ich es gerade brauche. Aha. Naja. Nicht so schlimm. 10 Energie sind 10 Energie. Dann verprügeln wir den hier. Verprügeln den hier. Wir können damit sogar weitergehen. Auf die nächste Karte. Da gibt es bestimmt ein paar Bäume zum Fällen. Wir brauchen 7 Energie. Ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Verprügeln den noch. Und hier liegt eine Axt, denke ich. Oder? Kann ich aber nicht anklicken. Nee, die Axt bewegt sich. Ich glaube, das ist keine Axt. Das ist ein Vogel und da ist einfach ein Schatten oder sowas. Schaut nicht aus, was wie eine Axt. Okay. Natürlich die ganze Zeit nur kämpfen. Da kommst du ja gar nicht voran. Da wieder eine neue Quest. Nächster Erfolg. Hm.
Fisch wollte er und Feuerholz, gell? Ja, Fisch und Feuerholz. Weißt du, Früchte oder sowas könnte ich tatsächlich snacken. Nächster Erfolg. Geht gerade schnell. Der will eine Axt, der will Brot und der will Fleisch und Antitoxin. Hey, jetzt werden die Quests teurer. Aber auch kein Thema. Okay, wir müssen in die Stadt mal eine Axt kaufen. Also nicht in die Stadt, sondern zu ihm hier. Wir brauchen eine Axt. Werkzeug kaufen. Wir haben keine Axt mehr. Die ist kaputt gegangen. Und ich brauche schon wieder Heiltränke. Wie schnell die Heiltränke weggehen. So, jetzt können wir aber arbeiten hier. Jetzt gibt es auch wieder Feuerholz. So, zack. Und da haben wir was. Haben wir was. Und da haben wir was. Wir kommen aber nicht weiter. Ich ruhe mich mal hier aus. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ich glaube es nicht, aber... Probieren wir es mal aus. So. Marmelade. Ah, da gibt's, da ist die Quest auch. So, und er braucht jetzt noch 5 Brot und 5 Fleisch. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir von ihm. Okay, ich brauche Pfeil und Bogen und 100 Gold. Wir verkaufen unsere Trophäen. Damit haben wir 400 Gold. Wir gehen auf die Karte. Hier hin. Geben ihm die Marmelade. Kriegen noch mehr Geld. Kaufen hier 5 Brot. Kaufen hier einen Bogen. Und vielleicht gleich mal ein paar Pfeile. So. Gehen wir hier hin. Zack. Und jetzt können wir nämlich... dann jagen, hoffentlich. Zehn Fähigkeiten und jetzt können wir ab sofort jagen. Das heißt, wir kriegen Fleisch und Trophäen und haben Gold. Bam! Das heißt jetzt aber auch, rein theoretisch sollte man ab sofort, ja, alles eigentlich so ein bisschen durch, schmeißen. Jede Karte nochmal. Das heißt, ich fange einfach von vorne an. Ich kann jetzt überall jagen. So, Holz kaufen mal so. Kaufen wir mal hier Feuerholz. Dann haben wir die 20 Feuerholz zumindest schon mal. Für den Kollegen. Einmal gehen wir schlafen. Wieder 10 Energie, weil es vorher gerade da ist. Zack. Die Ziege holen wir uns auch. Den Hasen.
glaube, hier sind Eier. Ja. Ich denke jetzt, wenn es so ist wie damals, haben wir jetzt alle Fähigkeiten. Alle, die es gibt. Ich schlafe in der Stadt gegen Geld. So. Dann jagen wir hier weiter. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier sehe ich jetzt nichts mehr. Ist ja auch die Stadt. Den Hasen jage ich auch. Hier ist jetzt auch nichts drin. Gehen wir hier rüber. Da können wir wild. Wir haben keine Pfeile und Bogen. Wir haben keine Pfeile mehr. Nochmal in die Stadt. Kaufen Pfeile. Zack. Das ist jetzt ein unglaubliches Plusgeschäft eigentlich für uns, wenn wir die Trophäen jetzt mal verkaufen können. Und die sind wertvoll. Und wir kriegen Fleisch. Was auch sehr gut ist. Gehen wir hier unten? Können wir hier was jagen? Ja, einen Hasen. Oder auch nicht. Sollen wir mal kurz einen Fisch braten. Die 10, die wir haben. Und kaufen mal 10 Fisch. Und braten nochmal 10 Fisch. Dann haben wir eigentlich alles für die Quest von dem Kollegen nämlich fertig. Und wir gehen nochmal schlafen. Gegen Geld. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Energie raus. So. Mein Abenteurer muss sich auch ausruhen, wenn er die ganze Zeit auf der Jagd ist. So. Ich wusste, dass wir jetzt angeln können. Hier. Ja. Ja. Sogar noch einmal angeln dazu gekriegt. 100 Fische. Nächster Erfolg. So, aber den Troll können wir auf jeden Fall glücklich machen. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Hier ist auch nichts zum Jagen. Hier können wir jetzt die Trophäen verkaufen. Rein theoretisch, aber wir brauchen kein Gold. Würde ich es tatsächlich einfach auch mal nicht verkaufen. Wir gehen hier runter. Geben ihm das hier. Glitzerdings. Damit habe ich den seine Quest fertig. Kriegt Trophäen. Also Gold wert sozusagen. Fleisch braten. Da können wir jetzt so richtig mal richtig durchbrutzeln, das Fleisch. Und Fleisch bringt sehr viel Energie. Und schon sind wir eigentlich safe. Mit Energie, mit Geld, mit allem. Haben keine Probleme mehr, irgendwas. Den seine Quest können wir auch abschließen. Wir müssen uns aber trotzdem eine neue Axt kaufen. Was ist denn das für einer? Gibst du den kleinen Finger und er gibt den will den ganzen Arm haben. Wir brauchen 5 gebratene Fische und 5 Kuchen. Gebäck kaufen. So. Dann gehen wir wieder rüber zu ihm. Hier hast du dein Zeug. Dass er mir einen Höhleneingang zeigt. Ich glaube, ich habe keinen Dolch mehr. Wir sollten nochmal kurz in die Stadt, bevor wir da runtergehen. Und Waffen kaufen.
Genau, Dolch. Und ich glaube, ich habe auch keine Axt mehr. Gucken wir mal. Jo. So viel zu dem, wir haben ganz viel Geld. Das ist, schon wieder ist es weg. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir haben unsere ganzen Trophäen, die wir noch verkaufen könnten zur Not. Das werden auch immer mehr Trophäen. So, ich guck mal kurz. So, ich habe mal nur kurz was rausgeklickt, was geschaut. So, zack. Ich hoffe, wir haben noch eine Fackel übrig. Ansonsten müssen wir nochmal rausgehen, Fackeln kaufen. Wir haben noch eine Fackel. Das ist gut. Können wir weitergehen. So. Schauen wir mal. Finden wir hier was? Auch nichts. Schlimm. So. Mal eine Fackel aufstellen. Ein Bär. Wir haben keine Fackel mehr. Ab in die Stadt. Wir brauchen Fackeln. Die Frage ist nur, was brauchen wir für den Bären? Bestimmt einige Heiltränke. Haben wir erstmal eine Ratte noch zu blocken. Nee, ein Speer. Nicht mal ein Heiltrank. Okay, nice. Sind wir hier oben rausgekommen. Okay, nochmal einen Bär. Zack. Guck mal, was wir jetzt alles machen können, hey. Zack. Ich habe keine Energie mehr. Brauchen wir wieder ein bisschen Fleisch rein. Wozu haben wir es denn? Und er hat wieder eine neue Quest da unten, der Kollege. Magischen Trank zum Meditieren. Okay, habe ich auch noch nicht. Noch gar nicht. So. Wir haben keine Pfeile mehr, das ist auch blöd. So. Einen goldenen Fisch. Nice, der ist... Na komm. Der ist auch viel wert. So. Wir haben auch kein Gegengift mehr. Also wir haben keine Pfeile und kein Gegengift mehr. Ich gehe mal kurz zu ihm hier. Der soll mir Gift aufs Giftzecken mal machen. Okay, ich muss mal meine Trophäen verkaufen. Ich habe keine Kohle mehr. So, bam, 500. Schon sind wir wieder reich. War halt relativ reich. Fleisch stellen wir auch direkt wieder her. Wir müssen aber mal zur Hexe. Die hat eine neue Quest für mich. Zaubertrank, ich helfe dir gerne. Die Pilze habe ich nicht. Gegengift aus Kräutern herstellen. Gegengift aus Pilzen herstellen. Heiltrank aus Kräutern herstellen. Auch keine mehr. Dann halt aus Bären. So. Würde ich sagen... Gehen wir wieder hier hin. Pfeile brauche ich noch. Pfeile. Fast vergessen. Wir müssen ja noch ein bisschen jagen. Noch mal 30 Pfeile. So. Dann können wir wieder jagen. Ach, jetzt stehen hier blaue Pilze rum, hä? Okay, blaue Pilze sind auf der Karte aufgetaucht. Wir müssen eigentlich
nochmal die Karte wieder durchschauen. Bild für Bild. Haben wir aber erstmal ein bisschen was zu tun. So, zack. Der Dolch ist zerbrochen. Wo geht's hier aber weiter? Gerade mal so die andere Frage. Sichel ist zerbrochen. Jetzt geht ja alles kaputt hier, oder was? Der braucht erst seinen Zaubertrank. Okay, gucken wir mal. Hier ist nichts mehr. Also, hier ist ein Pilz. Bin mir nicht sicher. Ich gucke da oben nochmal durch. Hier ist aber echt nichts mehr. Gut. Hier. Auch nicht mehr. Hier sind da nochmal Pilze. Ich verkaufe meine Trophäen wieder. So oder so brauche ich echt viel Geld. Vor allem dann können wir uns die Problematik eher alles, wenn wir was brauchen, es einfach kaufen. Da war der nächste Erfolg. So, Fleisch. So, hier ist nichts mehr. Ich sehe auch keine Pilze mehr. Also gehen wir einfach den normalen Weg zurück. Hier sind auch keine, hier ist auch nicht viel. Sind hier solche Pilze? Nein. Hier? Nein. Hier sind auch keine Pilze, dann gehe ich weiter rauf. Hier. Sag nicht, das ist nur die einzigen Pilze, dass die irgendwie nur am Berg wachsen. Wir sind überall weit und breit echt keine Pilze mehr. Okay, dann müsste ich sie rein theoretisch haben. Ah ja, haben wir auch. Zack. Hier und 100 Gold. Natürlich 100 Gold. Ist ja nix. Das ist verdammt viel. Das ist echt viel. Gut. Und dann gehen wir wieder her. Was der alles von mir will, der Kerl hier. Ja, jetzt kann er meditieren. Von Banditen. Ja, aber wo geht's denn weiter hier? Ah, hier. Bandit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den Weg so schnell finde. Was meinst du, silberner Stein? Was möchtest du als Lohn? Lecke irgendwann viel Glück. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ah, hier. Flop. Gleich brauche ich wieder eine Fackel, ne? Hm, Banditen. Wir haben nicht mehr genug Energie, dafür ist Fleisch da. Bam. So. Zack. Ja, gut. Oh. Banditenlager, okay. Ich würde da nochmal kurz durchgucken. Nichts von Wert gefunden, schade. Zack, wir greifen weiter an. Halt!
Du darfst hier nicht weiter. Unser Bezirk würde dich kosten. Dein Gold oder dein Leben. Ha 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 ha. Weiße Entscheidung. Ich habe keine Siegel mehr. So. Drache! Hey, du, hierher. So, dann müssen wir auch gleich mal nach einer Siegel schauen. Aber zuvor will ich hier erstmal alles einsammeln. Was wir noch einsammeln können gerade. Nicht, dass wir dann jetzt gleich eine Sichel holen oder Pfeile brauchen oder sowas. Oder eine Axt. So. Oder ein Bogen. Jäger. So, gleich wieder zack. Bisschen Fleisch reinschmeißen. So, zack, weiter geht's. Wir kämpfen uns erstmal hier hoch. Was wir dann brauchen, werden wir gleich sehen. Schwert ist auch zerbrochen, ja, warum nicht? Alles geht kaputt. Alles. Einfach alles. Zack. Hier, das wollen wir auch noch haben. So. Also, wir brauchen Bogen und wir brauchen eine Sichel. Bogen und Sichel. Das hier. So, ein Bogen. Ein Schwert. Ach, Schwert brauchen wir auch. Ganz vergessen. Hier brauchen wir eine Sichel. Ich glaube, eine Fackel würde auch mal nicht schaden, oder? Und ein Seil, ja. Ich wollte eigentlich Wertgegenstände verkaufen. Den goldenen Fisch. So, dass wir wenigstens ein bisschen Geld wieder haben. Ich glaube, wir gehen wieder hier hin. Und können erstmal jagen. Noch zu Ende jagen. Beziehungsweise die Karte hier noch zu Ende machen. So. Der Bandit will natürlich den Drachenschatz. Natürlich. So. Haben wir sonst jetzt noch irgendwas hier? Nein. Wir gehen weiter rauf. Auf einmal sind hier Bären. Ich glaube, ich werde gleich einen Speer kaufen müssen. Ziemlich sicher werde ich gleich einen Speer kaufen müssen. Wir machen erstmal weiter die Bären platt hier. Da ist die Drachenhöhle. So. Aber wir haben nicht mehr genug Energie. So, jetzt haben wir wieder genug Energie. Schwer ist so. Ob ich es nicht gesagt hätte. Aber ja, zumindest hier. Schön, dich wiederzusehen. Du bist also ein Drachentöter. Was? So günstig? Ja gut, dann holen wir einen Speer. Ja, bereit, dann los. Grrr. Den Drachen zu. Ein wenig später. Der Drache ist tot. Ja, wo bin ich? Du bist wach. Ich trinke einen Heiltrank. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Wurde schwer getroffen. Moment mal, wir sind noch in der Höhle. Wo ist der Drache? Wie kann es sein, dass wir noch leben? Das war der Drachen. Er hat den Drachen unter Kontrolle und ihm befohlen, dich außer Gefecht zu setzen.
Sei nicht wütend, du sollst lieber froh sein, dass du nur ein paar Wollen hast. Wenn ich dich mit dem Drachen allein gelassen hätte, wärst du jetzt tot. Ich möchte nicht, dass Murgel aus den unschuldigen Menschen tötet. Wer ist Murgel? Das ist der Name der Drache. Oder soll ich eher Drachen sagen? Varalen, er hat nichts anderes verdient. Plot Twist, er ist der Böse. Er ist der Böse und der Drache ist eigentlich harmlos. Er ist kein Drachentöter, er ist ein Drachenzähmer? Meine Frau Muriel getötet haben. Ja, ich bin... Brüder? Und Junge. Weil die jetzt halt gehen... Sprich, das brennt klar, aber erst sollen wir in die Stadt gehen und herausfinden, wo Berold verschwunden ist. Wer bin ich? Du bist gar nicht Edu, du bist Hans-Peter Georg aus Passau. Ja, jetzt guckst du, kleiner Mann. So, wir laufen mal einen normalen Weg zurück. Guck mal, da können wir wieder nicht auch Zeug mitmachen. Also ich hätte wirklich gesagt, wir laufen mal so Stück für Stück nach zurück. Gucken uns mal ein bisschen um. Fehlt uns irgendwas? Ich denke, irgendwas ist kaputt gegangen. Der Speer, oder? Nee. Haben wir eigentlich noch alles. Ich denke, wir haben noch alles. Wir können wieder Trophäen verkaufen. Gegen Geld. Geld ist immer gut, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe noch gesehen, da habe ich noch eine. Zack. Ich kann auch wieder ein bisschen... nicht Fleisch kaufen, ich will Fleisch braten. So. Wie gesagt, wir laufen mal den normalen Weg zurück, ob wir wieder irgendwas Neues machen können. Tatsächlich nicht. So, hier gibt es auch nichts. Nö, dann gehen wir in die Stadt. Zack. Eine Reputation von 55 brauche ich. Wer bekomme ich denn die jetzt? Der Goblin ist weg. Und wie viel Reputation haben wir? 51. Woher bekomme ich denn die 4 noch? Weil hier ist keine Quelle. Also ich brauche hier Gold und Reputation 55. Das heißt, rein theoretisch brauche ich noch ein bisschen Questgedöns, oder? Ah, guck mal, er hat wieder eine Quest. 2 davon. Kann ich die nicht irgendwo kaufen? Ich kann auch einfach die Suppe hier kochen. Ich habe rausgeklickt. So, hier. Was denn Mittagessen, mein Freund? Eine Reputation und Geld. Okay. Ansonsten ist hier echt nichts. Ich guck nochmal rauf, da ist ja eh nur er. Gehen wir runter. Ich brauche noch ein paar Quests. Ich habe keine Quests mehr. Hast du noch ein Wehwehchen? Nein. Kann ich den Schatz nicht geben, weil den habe ich noch nicht. Hä? Aber erst sollen wir in der Stadt gehen und herausfinden, wohin Berold verschwunden ist.
Wissen die Wachen einfach, allerdings können sie sich nicht erinnern. Vielleicht hilft ein Stacking Münzen, okay. Wir waren doch jetzt überall. Hier gibt's auch nichts anderes. Ich geh mal pennen, keine Ahnung. Wir waren doch jetzt überall auf der Karte. Wir brauchen aber noch ein bisschen Reputation. Also ein bisschen. Drei. Das heißt, drei Quests bräuchten wir noch. Ich kann doch nicht sein, dass ich drei Quests übersehe. Der hat auch nichts. Sie hat auch nichts. Jetzt wird's. Auch kein. Hä? Ich hab grad echt keine Ahnung. Hier gibt's doch keine Quest oder sowas. Ich guck gern jetzt nochmal jeden durch hier überall, jede Höhle und alles. Hier ist ja auch nichts. Hier drüben ist auch nichts. Also sowas von gar nichts. 0,0. Du hast keine Quest. Du hast keine Quest. Hier ist auch nichts. Hier oben auch nicht. In der Höhle ist nix. Auch nur er. Die Quest können wir auch nicht annehmen. Anführer der Wüten hat einen Teil seiner Beute in den Bergen versteckt. Genau dort, wo sich der Drecher eingenässt. Er traut sich nicht, dorthin zu gehen. Wenn ich ihm die Schatz bringe, gibt er mir einen Teil ab. Hab den Schatz gefunden. Paket. Deinem Bruder soll ich es geben. Okay, den Schatz habe ich tatsächlich echt nicht gesehen. Wer ist denn dein Bruder? Der Einsiedler? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wer dein Bruder ist, aber ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt. Vielleicht ist hier einer dein Bruder? Nö. Nee. Ah. Ah, jetzt haben wir auch genug Reputation. Ach, auch 200. Leck mir den Arsch, das wäre teuer. Das wäre halt. Das wird sich in den Goblin-Hügeln aufhalten. So, okay, die Brücke werden wir erst, glaube ich, mit der Quest aufbauen können. Genau. Dann sprechen wir mal oben mit ihm in den Drachenhöhlen. Hier, hey du, ich weiß, wo er ist. Hm.
So. Drachentöter. Jetzt müssen wir hier darüber kommen, irgendwie mit einem Weg. Natürlich müssen wir erstmal wieder einen Heiltrank herstellen. Haben wir schon wieder keine Heiltränke mehr? Die Heiltränke gehen bei uns ganz schön schnell futsch. Gut, wir haben aber auch kein Geld, keine Ressourcen mehr wirklich für Heiltränke. So. Vier Seile, vier Bretter. Okay, Waren kaufen. Oh, oh. Ich hab gehört, ich verkaufe mal ein paar Eier. Und zweimal so ein Schatz. Kann ich mir auch die Seile kaufen. So. Und wir gehen hier hin und machen ein paar Bretter. Holzsägen. So, machen wir einfach mal 6 Stück. Chup, chup. Aufbauen. So schnell hat man wieder Geld. Gut, ich würde sagen, wir müssen einen Goblin verprügeln. Und können Holz fällen. Auch schön. Und Pilze. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich von dem ganzen Zeug so im Großen und Ganzen im Inventar habe. Ich überfliege ja immer nur kurz. Bestimmt einiges. So. Dass wir gleich paar Heiltränke gekauft haben. Ich kriege aus Belohnung immer nur noch Gold. So, weiter geht's. Nächste Errungenschaft. Ausgezeichneter Krieger. 100 Kills. Verprügeln wir den Goblin noch und gehen hier rüber. Ich würde sagen, wir machen mal kurzes Päuschen.